Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal und heute begleitet ihr mich in die Ferien schon um 6.44 Uhr. So, da bin ich jetzt auch schon wieder back in the airport, wie man so schön sagt. Und ich nehme hier gerade so eine Timelapse auf vom Flughafen halt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn wir in Italien sind. Bis gleich. Leute, schlechte Nachricht, und zwar habe ich die restlichen Clips von der Ankunft bzw. vom halt Einchecken ins Zimmer und dann noch das anschließende Baden gehen, die erste Roomtour, weil ich musste hier das Zimmer wechseln, habe ich verloren. Die sind einfach nicht da, hat einfach meine Canon EOS 700D, hat sich einfach gedacht, nee, juckt den einfach nicht, mache ich einfach nicht. Ich bin halt hier gerade am Schneiden, wie ihr seht, und ja, ich würde sagen, ihr seht jetzt noch den nächsten Tag und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Von selbst gelöscht hat, machen wir einfach noch eine. Kein Problem. So, Leute, da sind wir jetzt auch schon drin in der guten Stube, Leute. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Ja, hier gehen wir natürlich erstmal ins Badeparadies, Leute. Kommt einfach mal mit. Ja, hier seht ihr, es halt auf jeden Fall gar keinen Fall. Ja, muss ich einfach mal sagen. So, hier seht ihr halt die Dusche und hier. Ja, so ein Glas, ja. Und ja, hier ist halt das Klo mit der Spüle. Einfach alles easy, Leute. Das geile Zimmer von Marcel's Gold war alles schon belegt. Alles klar. So, hier ein Föhn. Weiß ich auch nicht, der funktioniert auf jeden Fall. So, Leute. Hier, ja, weiß ich auch nicht. So, und jetzt geht's weiter. Einfach hier in die gute Stube. Hier bin ich schon schneiden übrigens. Schon fast fertig geschnitten, Leute. Das Video geht viel zu kurz, ungefähr 2 Minuten, alles klar, bisher, ohne Roomtour natürlich. Und hier, ja, hier sind wir, hier hause ich, und beziehungsweise hier ich, hier mein Bruder, und hier ist noch ein bisschen Stuff von uns. Das Bett geht eigentlich klar, ist schon ziemlich hart, aber noch nicht so hart wie mein P. Also Leute, der erste Tag, der verlief eigentlich ja ganz gechillt mit der Anreise, die war eigentlich ziemlich gut, habt ihr im Vlog gesehen. Und dann kamen wir halt hier rein und dann bekamen wir nicht dieses Zimmer, was ihr hier gerade seht, sondern wir erhielten ein ganz, ganz anderes Zimmer. Ja, wir sind jetzt hier einfach in einem anderen Zimmer, Leute, weil das hier ist nicht das gleiche, was wir am Anfang hatten, weil am Anfang hatten wir so ein Ranzzimmer. Müsst ihr euch vorstellen, hier ist das Hotel. Hier oben so auf einem Hügel, und wir waren hier unten, ganz unten am Hügel, war unser Hotelzimmer. Was ist denn hier los? Ja, kann ich euch jetzt nicht gut erklären, weil es die Videos gelöscht hat. Und ja, und sonst verlief der Tag eigentlich ziemlich gut, außer dass Neapel halt einfach nicht unbedingt die Touristenstadt schlechthin ist. Wir sind jetzt halt noch ein bisschen in Neapel rumgefahren, und Neapel ist jetzt nicht unbedingt die schönste Stadt, muss man an dieser Stelle mal sagen. Und ja, was ich halt noch sagen will zum zweiten Tag jetzt, der zweite Tag war auf jeden Fall ein bisschen gechillter, weil der zweite Tag war einfach, da gingen wir einfach zum Vesuv, das ist ein Vulkan, den habt ihr auch im Vlog gesehen, und dieser Vulkan, haben wir den Krater gesehen und so weiter und so fort. War ein bisschen anstrengend, da hochzulaufen bei 35 Grad, und ja, das war eigentlich so jetzt diese ersten 2 Tage. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich enorm über eine positive Bewertung freuen. Und ich habe gerade richtig alles falsch ausgesprochen, aber Leute, ist ja egal. Ja, ich würde sagen, haut rein, Leute. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch auch ein Abo da. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Das war euer Permgund.